Wir sind auf der CMS Berlin Cleaning Management Services. Bisher war es eine Messe, jetzt ist es auch eine internationale Messe, aber das ist nicht die einzige Neuerung. Vor mir, da haben wir den Herrn Rogal und der wird uns jetzt erklären, was gibt's denn noch Neues von der CMS? Die CMS hat in diesem Jahr vor allem den internationalen CMS-Kongress. Das Top-Thema lautet nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit in der Reinigungsbranche. Und wir sehen es ja auch im Ausstellungsbereich. Es gibt immer mehr energieeffiziente Reinigungsmaschinen, immer umweltfreundliche Reinigungsmittel. Und was hier im Ausstellungsbereich zu sehen ist, das spiegelt sich auch im Kongress wieder. Nachhaltigkeit ist heute ein Wettbewerbsvorteil, der sowohl von den Produzenten als auch von den Kunden gesehen wird. Und deshalb wird dieses Thema hier auch in einem globalen Kontext diskutiert. Wir freuen uns besonders, dass gleich bei der Premiere Spitzenvertreter der Reinigungsbranche aus Nord- und Südamerika, aus Europa natürlich, aber auch aus China und Indien hier vertreten sind. Und selbst ein Kongressteilnehmer aus Neuseeland, immerhin 18.000 Kilometer, hat den Weg hierher zur Messe gefunden. Das hängt sicherlich mit der Globalisierung auch zusammen. Wir sehen das auch bei der Reinigungsbranche. Aber die CMS spiegelt auch den starken deutschen Heimatmarkt der gewerblichen Reinigungstechnik wider. Deutschland ist ja nach den USA der zweitgrößte Reinigungsmarkt der Welt. Und ausstrahlend von diesem starken Heimatmarkt, da gehört auch ein Kongress dazu, weil sich hier die Branche trifft, weil hier die Top-Entscheider präsent sind. Und wo könnte es einen besseren Ort geben, als im Rahmen der wichtigsten europäischen Reinigungsfachmesse in diesem Jahr auch dieses Thema zu diskutieren?